Wieso ist der schon kaputt? Ah, da waren wir schon mal. Stimmt, hier waren wir schon mal. So, und hier unten ist die Höhle. Und hier eine neue Quest. Hier in der Nähe muss es sein. Leutnant Niran sprach von einer Kanone. Wahrscheinlich sind hier aber auch noch andere Fallen. Bringt mir die Karte der Piraten. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Shelentin. Ja, das sieht man nicht. Wir brauchen hier... Jemand braucht hier die... Hilfe. Okay. Was wollte ich noch denn? Ah ja, der Helm, der sieht richtig genial aus. Ah, komm. Nice. Und der leuchtet sogar. Der blaue Wolf. Oh, falsche Perspektive. Sehen wir ja fast gar nichts. Ja, die Kamera ist in den Höhlen ein bisschen zickig. Verschwindet hier. Ich habe mal eine Heizung getrunken, da wird automatisch der der mit Ding auch einen trinken. Nur so zum Vollhaken. Ja, die Gegner hier machen schon viel mehr Schaden. Also mir nicht. Mir machen sie immer noch so wenig Schaden. Niemand kann es mit einem wie mir aufnehmen. Oh, hier gibt es sogar Flatermäuse. Das nenne ich Multitasking. Angreifer müssen bestraft werden, auch wenn es nur Tiere sind. Ja, genau. Hier ist mal eine Kanone. Die gesamte Abteilung zu mir. So. Kämpfer 1, Ziel 0. Die ist sogar eine gelbe Ratte. Ein Boss, also, ja. Wie sagt man den? Einfach Champion oder so. Sehr schön, die Falle ist weg, aha. Ah, die muss man noch töten. Und die Kanone. Hier ist noch eine Fledermaus. Wieso machen wir jetzt eigentlich extra Schaden? Haben wir irgendwas, ein Item oder so? Extra Schaden, von was kommt das? Hm. Keine Ahnung. Also extra Schaden ist meistens Life Leech. Also Leben zu absaugen, aber das haben wir nicht drauf. Keine Ahnung. Also. Danke, dass du uns gerettet hast. Jetzt lass uns schnell verschwinden, bevor sie wiederkommen. Jetzt haben wir drei Leutchen. Hui. Der spawnt einfach davor. Das ist auch nicht gerade so gut. Du hast nur so wenig Lebensenergie verloren. Jetzt rast doch nicht aus.
Aua. Mein Ohr. So, schon besser. Also gehen wir wieder zurück. Quest abgeben. So. Ihr habt die Karte, das ist ja fantastisch. Das wird den Piraten einen ziemlichen Schlag versetzen. Wir werden ihnen immer einen Schritt voraus sein. Danke für eure Hilfe. Aufgabe erfüllt. Findet Stahlnasenferien und bezwingt ihn. Okay. Spüre die Macht der Götter. Und hier ist auch noch einer. So will er. Seid mir gegrüßt, mein Herr. Danke, dass du meine Kameraden gerettet hast. Wir werden uns jetzt erstmal erholen und unsere Wunde legen. Später werden wir dann einen neuen Vorstoß unternehmen, um diese Piratenplage auszurotten. Hier, nimm das für deine Dienste. Ein Tempelwächter erfüllt seine Missionen immer. Enthaupte der Pein. Oh, für Schattenkrieger. Nice, also... Sieht gut aus. Enthaupte der Pein. Aber für uns nutzlos. Schauen wir mal. Aha. Okay, gehen wir kurz den Piraten töten. Stachelschildkröte. Oh, hier sieht es schon ein bisschen tropischer aus. Ein weiterer Sieg. Zeit, die Segel zu setzen. Ja, aber hier ist eine Sackgasse, gehen wir hier unten durch. Der Schöpfer dankt für diese Erfahrungspunkte. Der Schöpfer. Ein Klabautermann. Ich nähere mich dem Ziel. Was? Wer bist du und was willst du? Was? Warum sollte meine Schnupftabakdose magnetisch sein? Ich bring dich um. Ich kann nicht bluten. Die Götter werden dich strafen. Ich kann nicht bluten. Haben wir das auch geschafft. War ja easy. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Levitieren einsetzen. Aber es bringt ihm überhaupt nichts. Wir sind trotzdem schneller. So. Außerdem ist es recht laut. Also hätten sie es schon ein bisschen besser. Und man kann es ja modifizieren, also wenn wir mal freie Punkte hier bei Technik haben, modifizieren wir am besten hier, levitieren, konnten wir zum Beispiel Kondensator oder Triebgebläse nehmen, Booster, kann größere Distanzen zurücklegen, das wäre mal etwas. Und sonst höhere Pulsfrequenz des Triebwerks. Start auch aus Festhalten möglich. Okay, bringt's aber nicht so. Doppelschlag, Chance auf Doppeltreffer. Mehr Schaden der Schläge. Auswehrchance über Gegner verringert. Verkürzung der Regenerationszeit vom Kampfarm. Und Doppelschlag und kritisch. Da werden wir wahrscheinlich die zwei Doppelschläge nehmen und in der Mitte weiß ich jetzt nicht. Da wir den Kampfarm wahrscheinlich nie so aktiv nutzen werden, nehmen wir am besten Lähmen.
damit wir mehr treffen können. Später ist Ausweichchance noch relativ hoch und dann wäre Leben schon besser, weil wir dann gegen den Angriffswert ankämpfen vom Gegner. So, müssen wir hier nicht unten abgeben. Nein, wir müssen jetzt ins Dorf zurück. Der Schöpfer wollte dich nicht. Das ist kein Gegner vernichtet. Hier hoch geht's zum Spawnplatz der Hochelfin. Da ist ein Turm da oben. Und da links vom Monument, da vorne ist der Spawnplatz vom Schattenkrieger. Geradeaus ist der von der Seraphim. Und die anderen spawnen drüben auf der anderen Seite des Flusses. So, zwei Quests zum Abgeben. Ich nähere mich dem Ziel. Oh, danke. Wir hatten schon nicht mehr damit gerechnet, die Amulette noch zu bekommen. Mission abgeschlossen. Ja, ja, das ist der Halsschmuck. Hier, seht ihr, dort ist der Name eingraviert. Dulcinea. Ich bin so froh, dass ich nun mindestens ein Andenken an die Kuh habe. Hier, nehmt das Gold. Ihr habt es verdient. Aufgabe erfüllt. Dankeschön. Leider wird nicht angezeigt, wie viel Gold wir bekommen, aber ja, ist doch egal. So ein Schwert wäre noch relativ gut. Aber das hat Angriffswert, das ist wichtiger. Haben wir hier noch Reliquien? Handel können wir nehmen. Geschäfte Sinne bringt's nicht. Handeln bringt's dann mehr. Aber zuerst müssen wir die Fähigkeit haben. Okay. So, wo sind die nächsten Quests? Okay, aha, wir können ja teleportieren, genau. So. Wir den Seelenstein. Und jetzt abgeben. Und wie hier Jagd der Wegelager. Das nenne ich reines Glück. Wie erging es euch? Oh, ihr seid es. Ah, jetzt haben wir hier ein paar Ringe. Aber die brauchen wir nicht. Hier Laufgeschwindigkeit. Ich kenne da eine kleine Geheimorganisation. Wir treffen uns oft in weiße Tuniken. Euer Glanz überstrahlt der Freiheit. Einen Stab. Mit MF, aber das ist Ding und nen Dolch ist da nicht so gut, weil der nicht auf Stärke passiert. Okay, machen wir weiter. Jetzt gehen wir zum Oberhaupt der Stadt und geben die ja, die Quest ab, damit sie weitergeht. Hier glaube ich. Nein, hier ist eine Gabel und Messer. Hier drüben. Was ist denn das? Ein Spiegel. Ah ja. Oder ist es hier? Ja, hier ist es, glaube ich. Da spielt jemand Karten. Mal schauen, was für Karten. Man sieht es richtig. Aber sollte so ein bekanntes
Kartenspiel darstellen. Auch als kleines Easter Egg. Ein paar Räuber haben die Steuerabgaben des gesamten letzten Jahres gestohlen, die unser Dorf aufgebracht hatte. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Wenn wir unsere Steuer nicht zahlen können, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Dem Untergang! Wir wissen zwar, dass der Unterschlupf dieser Räuberbande in der Nähe der endlosen Höhle ist, aber unsere Kämpfer sind alle im Krieg und wir haben niemanden, der es mit ihnen aufnehmen könnte. Bitte, holt die Juwelen von den Räubern zurück und bringt sie zu Senator Gracchus in Tylysium. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Ich werde euch nicht enttäuschen. Hört ihr die Schrittgeräusche? So richtig roboterisch. Aber immerhin quietscht er nicht wie ein wie eine Ente. So, hier kann ich Stop Game. Nähere mich dem Zielgebiet. Ja. Danke im Namen des gesamten Dorfes, danke. Auftrag ausgeführt. Findet die verschollene Patrouille. Ja, aber die machen wir jetzt noch nicht. Oder vielleicht erst in Silber. So, dann, und dann beginnt es. Und ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Eventuell geht es für euch ja direkt weiter. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. War jetzt recht lang, dass ich aufgenommen habe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Und lasst bitte eine Bewertung da, wäre sehr schön. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.